Liebe Leute, wir begrüßen euch zurück zur fröhlichen in die Hose Scheißerei. Ja, wenn ich da mal so zwischengrätschen darf. Unbedingt. Wir haben keinen Plan. Was machst du? Warum rennst du? Weil mir danach ist. Ey, ey, solange das komische Licht noch nicht da ist, ist alles gut, hast du zu mir gesagt. Hör doch auf, was machst du denn? Warum? Ich kann doch rennen. Geht's schneller. Dann sterbe ich schneller. Vielleicht hört er uns schneller. Jetzt sind wir da oben. Wenn ich jetzt weiter geradeaus laufe... Nein, ich habe keinen Plan. Geh, wie du willst. Ich gehe jetzt geradeaus weiter, dann links... Links, links, rechts, links. Geh mal da lang, da waren wir glaube ich noch gar geradeaus. Nicht geradeaus. Das hätte ich ja nicht gemacht. Hier wäre jetzt da mal rechts fahren können. Geradeaus. Links. Hier waren wir schon, da saß einer. Ja. Rechts. Links. Hier waren wir aber auch schon. Kannst du die Stelle nochmal zurück? Ohne dich umzudrehen? Wenn du eine Map siehst, irgendwo schreib. Da. Mir ist nämlich eingefallen. Wir sind jetzt hier unten. Achso, du bist jetzt so gegangen. Du wolltest jetzt oben. Nee, ich bin hier rumgegangen. Ja, genau. Also links, rechts, links. Und wenn ich jetzt geradeaus gehe, und dann können wir nochmal oben rumgehen. Dann gehe ich jetzt nur geradeaus. Was ist geradeaus? Alter, was machst du? Beruhig dich mal! Nö! Dass du das nicht hörst! Oh Gott! Oh Gott! Ohne Witz, ne? Dass du den nicht hörst! Ich höre den nicht, jetzt ehrlich nicht! Also, ja, dann geh mal ja eh noch mal hin. Dann geh mal leiser! Hier sitzt keiner. Nee, hier war das ja auch nicht. Der kam ein Stück weiter. Da saß auch keiner, hast schon recht. Verdammt! Hier dachte ich. Vielleicht links. Hier links? Nee, da ist nichts. Da ist aber auch keiner. Ja, okay. Oh Gott. Wo ist denn der Wichskopf? Ich bin in irgendwas Glitschiges getreten. Denn noch nicht? Vielleicht hier hinten rum? In diesem Durchgang vielleicht? In welchem Durchgang? Ich schieb voll Panik. Warte mal, wir stehen jetzt. Kann es sein, dass wir hier noch nicht drin waren? Doch, ne, warst du eben. Aber wir sind doch auch so rum schon. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, wie wir jetzt hier rumzeigen. Wir sind doch. Sind wir so rum schon gegangen? So rum raus oder sind wir immer so rumgegangen? Weiß ich nicht. Versuch's. Die bleibt uns alles übrig, als hier rumzulaufen. Die Richtungen stimmen ja auch nicht wirklich. Bin ich jetzt hier muss ich jetzt sagen, für mich. Guck mal, sieht aus wie ein Muffin. Oh Gott. Kann ich Musik anmachen? Warum rennst du denn immer? Weil es schneller geht. Das ist der große Raum, genau. Nee, dann sind wir hier rum aber auch schon gegangen. Ja, mit dem Typen eben. Hier sitzt jetzt aber nicht irgendwo noch einer, ne? Ja, glaube ich nicht, dass du hier noch mal weiterkommst. Ich hasse umdrehen, habe ich das schon erwähnt? Der kommt! Wo? Schon wieder weg. Vielleicht war es die andere Richtung. Oder ich bin aber in den Kopfhörer gekommen. Oh Gott. Sind wir da oben? Und wenn du jetzt wenn hier hingehst, lang gehe, komme ich oben rum. Ja, da wolltest du ja noch mal lang, genau. Oh Leute, ne? Nur zur Info. Da! Oh, wir gehen danach. Pokémon sammeln. Das ist ja nichts für uns. Mach, jetzt leg ihn an und geh! Was machst du? Ich will dem Fissel hinterher. Wieso? Uns fehlt noch einer. Nee, wir hatten doch gesagt, für den letzten brauchen wir nicht. Wir haben doch jetzt fünf. Wo ist der Raum? Da, dann rechts. Hier lang? Ja. Oh, das war das Licht. Oh, das Licht. Ich habe das Licht gesehen. Rechts.
Rechts. Oh Gott. Ich will das Rad drehen. Lass mich das Rad drehen. Ich drehe am Rad. Ich hoffe, es ist jetzt auch das Dreieck und nicht noch irgendein anderer Futzel. Ah, ich hänge. Ja, weil du rennst die ganze Zeit wie so eine Irre. Das Dreieck. Fohlen. Achso, was hat er denn? Was ist das, ein O? Diese Flamme? Wie dreht man? W und S? Ja. Verstand. Nein, das, ne? Soll das sein? Was könnte das sein? Ja, könnte sein. Nee. Nee, das ist das da. Das ist das. Das hier? Ja, ja. Könnte sein. Werden wir sehen. Next. Viereck. Ein Z. Nee. Da. Da. Ja. Next. Kreis. Z. War es da nicht schon? Ja, ich glaube auch. Ja, drehen wir einmal rum. Ja, es war da. Da. Next. Der Stern ist hier. Anhänger des Okkultismus. Komisches. Ginkgo-Blatt. Ist egal, komm. Ginkgo-Blatt? Das? Nein. Das da. Schlaganfall, irgendwas. Ja. Next. Das auf die Nase gestellte. Das war das Eurozeichen. Da. Oh no. Achso. Dreh mal. Wann bin ich denn einmal rum? Ich weiß nicht, ich glaube jetzt irgendwann. Nochmal kontrollieren. Fehlt uns echt noch einer? Gibt es denn ein kleines Dreieck? Großes Dreieck? Scheiße, brauchen wir echt noch einen? Ich dachte, es geht vielleicht auch so, wenn man alles ausprobiert einfach. Aber wer? Fehlt uns der, der uns verfolgt, oder was? Müssen wir den jetzt finden? Bin hier! Wer noch? Ich will es jetzt mal drauf ankommen lassen, weil ich mir vorstellen kann, dass es der ist. Das war ja jetzt creepy. Wo ist er hin? Hallo? Hä? Ist er jetzt da? Was ist denn jetzt kaputt? Ist er kaputt gegangen? Hallo? Hat er uns nicht gesehen? Wir wollen noch mit dir Gummihopse spielen. Freund. Und Kupferstecher. Freund, du bist der Unsere. Wie komme ich jetzt dahin zurück? Wohin? In den Raum. Bin ich jetzt von daran vorbeigelatscht, oder? Naja, du bist in die falsche Richtung gelatscht, ja. Da, glaube ich. Nee. Ja, wäre auch gegangen. Hier links. Was ist er denn? Ist er jetzt da oben? Ich weiß das nicht, hallo. Ich glaube nicht, ich glaube, der hat uns einfach nicht gesehen, weil wir gerade so leise waren. Denk dran, wie viele hängen bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, alle noch da. Keiner weggelaufen. Brave Jungs. Mann, wo bist du? Wo ist er denn? Oder kommt man da so zu dem Tor? Nee. Mhm. Das ist ja auch noch nicht aktiviert. Da würde ja irgendwas passieren. Ja. Definitiv. Hallo. Wo bist du?
Moin schon. Vielleicht finden wir ja durch Zufall noch einen. Ja. Denke ich mir auch gerade so. Hallo. Ist doch wurscht, komm. Guck jetzt einfach nicht mehr drauf, lauf einfach irgendwo hin. Ich wollte gerne hier weiter. Jetzt hat er sich versteckt. Ah. Hallo. Er hat sich trotzdem noch verjagt. Okay, das war's auch nicht. Nee, wir müssen nur einen finden. Mist! Was stand nochmal auf dem Zettel? Können wir es nochmal lesen? Ja. Bleibt das Seemonster-Tor verschlossen? Also wir müssen das Tor öffnen, damit der Knochenjochen von Meier hier links in diesem... Du meintest links in diesem, in dieser Aussparung da, ne? Aber da ist keiner. Da war ja schon, da ist es ja so dunkel drin. Da kam der das erste Mal her, aber das ist so dunkel drin, da ist keiner drin. Ne, da kommt da vorne, wo es so blau leuchtet. Hier. Hab ich schon wieder die Lampe gehört? Hier, ne? Aber da ist ja keiner. Ne, da ist auch keiner. Oh, wo waren wir denn jetzt noch nicht? So ein Käse. Ich gehe jetzt einfach mal immer rechts. Ich muss gerade sagen, guck mal, mein Bauchgefühl. Aber nichts übersehen, ne? Nee, nicht, dass irgendwo einer in meinem Rücken sitzt und. Wir gehen nicht immer rechts. Ah, Pokémon! Grün, ja, grün sind alle meine Pokis. Nee, ja, Gott sei Dank nicht. Alles, was ich mag. Was machst du denn jetzt? Da ist eine Sackgasse, dabei kommen wir schon. Da ist auch einer. Schon. Ist auch keiner. Und wenn der da saß, wo der Typi jetzt stand? Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo das war, weil ich mich jetzt total verfranst habe. Ist auch wurscht. Hier haben wir auch schon. Da war er. Der macht ja beim Rennen weniger Geräusche als beim Laufen, also beim Gehen. Weniger Bodenhaftung. Mann, wo ist denn der Letzte? Mal hier dieser hier ist auch ganz schön. Da waren wir. Ja? Naja, hier ist ja so hell, da hat er gesessen. Ah ja. Die haben immer in diesen hellen... Ja, ja, genau, in diesen zwei Reihen. Ist aus wie ein Kreis, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Wo waren wir denn noch nicht? Ist doch verdammt Axt. Ich stehe jetzt da. Wenn ich jetzt links gehe, links, links, links. Dann latsche ich immer im Kreis. Links. Das war das Falsche. Jetzt gehst du zurück. Links. Ich wollte zu diesem einen kleinen schmalen Durchgang. Dass du dann auch weitergehst. Ich höre das nicht, von wo das kommt. Ich kann das nicht ausmachen. Es tut mir leid, weil deine Kopfhörer jetzt so viel besser sind als meine. Ich höre das nicht. Okay, okay. Ist gut. Ich will eigentlich hier hin. Ach so, da. Ja, dann warst du da richtig. Links, links, links. Hier, ne? Mhm. Jetzt nochmal, vielleicht ist er ja weg. Links. Links. Hier, links. Aus. Ja, aber hier saß ja einer. Bitte weg. Bitte schon weg. Da hinten ist noch so hell. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. So, wo sind wir denn jetzt? Ich bin immer noch nicht hier. Geradeaus. Rechts, rechts. Hier geht kein rechts. Ja, doch da.
Sag mal, diese Karte ist für den Arsch. Rechts? Ja, hier ist dunkel. Lass uns da raus, dann gehen wir lieber nicht hin. Nachher kommt er noch und dann haben wir keine Möglichkeit zu fliehen. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Na toll. Oh, ich werde wahnsinnig. Aber jetzt sind wir hier. Wenn du jetzt rechts gehst und dann wieder links, müsstest du dahin kommen, wo du hin wolltest, ne? Wenn ich jetzt rechts gehe, da hoch und dann links. Ja, ja, hier kann man ja jetzt hier und hier. Da meinte ich eben nicht. Hier müsste das jetzt sein. Hier ist ja auch nichts. Jetzt weiß ich aber nicht, ob du so lang gelaufen bist oder so lang. Das weiß ich halt auch nicht. Kannst du nochmal zurückgehen und gucken, ob der andere Weg da, ob der irgendwie... Da war die Karte. Du hast so davor gestanden, ne? Ob du da lang kommst? Hier lang? Ja. Ich meine, was soll passieren? Sowohl links als auch rechts. Hier ist die Muffinkerze. Waren wir auch schon. Und wenn er das doch ist und wir müssen den irgendwie hinlocken? Never. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir ja hier. Das ist ja das im Prinzip, wo ja, ich genau hin wollte. Aber da waren wir vorhin schon drin. Wenn ich jetzt geradeaus gehe, rechts und rechts kommt eine Nische. Geradeaus. Rechts. Rechts, von rechts! Immer da, wo ich hin will. Mann, hier ist keiner mehr. Müssen wir noch irgendwas machen mit dem Tor, sag mal? Deine Mutter stinkt hart nach Magie. Hm, stinkende Sachen, sag ich dir. Wow. Jetzt sind wir ja schon wieder da. Geradeaus. Jetzt gehen wir mal geradeaus, rechts. Waren wir wirklich schon so rum? Ja, also da waren wir jetzt definitiv schon gewesen. Gut. Also da bin ich mir relativ sicher. Aber geradeaus, rechts, rechts bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist so, wie du eben gehen wolltest, ne? Ja. Ne, es ist der Anfang wieder. Ich sehe nicht mehr durch. Sag doch, ich auch nicht. Definitiv schon. Jo. Hier links müsste jetzt der große Raum kommen, oder? Ich guck nochmal zurück, nicht, dass da einer sitzt. Ja, hier ist der große Raum. Ich gehe jetzt nochmal da hoch. Text. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen. Während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen, ruft unseren Gott den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Wie ist denn, wenn wir uns darauf stellen, was ist denn mit diesem M-Zeichen, was man oben auf dem Zettel liegt? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Das M und das andere war so ein Kringelbingel. Sein Name ist Leviathan. Zeichen drin, dachte ich mir. Hier ist noch ein M. Ja, aber es ist doch gar kein kleines Dreieck. Du brauchst ein kleines Dreieck. Entweder das da. Was ist das M nicht da drin? Das ist ein großes. Da hinten war noch eins. Hier ist das mit dem, also das mit dem Kringel ist ja wurscht. So eins gab es auf jeden Fall. So ein Kringel gab es unten auch. Verdammt, ich kann mich nicht mal in den Abgrund stürzen. Wenn du jetzt hochguckst. Du bist ja auch nicht der Wächter. Mann! Der Wächter hat schon rum.
Platzkopf. Was stimmt auch nicht mit dem Kleinen. Kleines, Großes. Großes ist es schon. Das ist ein großes Dreieck. Aber welches Zeichen? Und wenn es nochmal das ist vom Großen... Ach, das ist ein richtig rum Dreieck. Und das andere Dreieck unten, ganz unten, der kleinste Kreis, steht auf dem Kopf. Was? Das Dreieck steht auf dem Kopf und das ist richtig rum. Ah, okay, das ist das große Zeichen nochmal in... Okay. Aber also wir haben den richtigen angeguckt, ne? Dreieck mit M habe ich mich draufgestellt, ist nichts passiert. Nee, warte doch mal, können wir noch mal gucken, ob wir den richtigen Dreieckstypen hatten? Das ist doch richtig rum. Warte mal. Das ist doch ein richtig rum Dreieck. Da muss das nach oben und das unten ist falsch. Ah. Verstehst du, was ich meine? Verstehe. Ja. Also einfach mal ausprobieren. Warte. Was hat er denn? Welches Zeichen war das jetzt? Das war dieses Kringel. Komische Kringelding. Ja. Der, ne? Ja. Jetzt ist unten mal verändern. Hahaha. Oh Gott. Okay. Damit haben wir die Folge zwar auch maßlos überzogen, aber Sag ich doch, Leviathan! Ich kann nicht schwimmen! Oh, Gottes! Was? Mach's einfach mit! Ist egal, mach's einfach mit! Gott, schön hier! Kannst du dich bewegen? Ja, tue ich gerade. Ist ja irre schnell. Kannst du nach oben schwimmen zum Luftholen? Ja. Ah! Okay, wir haben anscheinend unendlich viel Luft. Speicherpunkt! Der Fluch des Seemonsters. Was? Das Henochische Necronomicon. Oh. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden, doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnahi oder so beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnahis Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eld-Down-Scherben zu erstechen. Gnahi verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift. Ah, ja. Dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Gut. Drehen. Ist nur nass. Ekelpapier. Gut. Akzeptieren. Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Ach, das war wieder eine Geschichte von Ethan. Ja, so ein Quatsch kann sich kein Mensch ausdenken. Alter. Jetzt sind wir wieder da. Guck's dir an, du. Wie krass war das denn? Ethan wird immer besser. Okay, das war heftig. Das war heftig. Wir gehen jetzt Pokémon suchen. Ich habe keine Lust mehr. Ja, wir gehen jetzt definitiv Pokémon suchen und verabschieden uns an dieser Stelle. Sagen wie immer ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die hoffentlich etwas entspannter wird. Bitte, bitte.